Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Und natürlich meine lieben Planier- und Einebnungsfreunde, weil mehr machen wir ja zurzeit wirklich nicht. Großartig. Ja, wir ebnen diesen Berg hier ein, wir füllen diese Ebene hier mit Erde auf. Um alles auf eine Höhe zu bringen. So, ihr habt gleich nichts mehr zu tun, weil eben, ja, die Stockpiles, die füllen sich auch immer weiter. Das war so nicht beabsichtigt. Eher so. Und ja, am besten fangen wir jetzt schon mal hier drüben an. Also erstmal auf ganze maximale Größe aufziehen, soweit es geht. So, ich glaube, so wäre das okay. Dann ziehen wir mal ein paar von den Jungs. Also so die Hälfte ab, um da drüben zu machen. Weil hier ist ja wirklich nicht mehr viel. Dass wir flatten können. Hier will ich ja gucken, dass ich irgendwie eine Höhe erreiche oder es grad mache. Wir haben gerade mal 10% für den nächsten Projekt von. Ist nicht gerade viel. Okay, jetzt ist es etwas mehr als 10%. Aber noch nicht mal 11%. Das war jetzt zu wenig. Okay.
So, hier drüben erhöhen sie. Wobei das auch eine ziemliche Friemelarbeit noch hier drüben wird. Oh ja, die drei machen das hier peu à peu hier drüben. Sieht aber schon ein bisschen anders aus. Wenn man sich so ansieht. Vor allem konnten wir jetzt langsam die ledernen Baumstämme unter der Erde verstecken. Lülülü. Ja, und so nehmen unsere Steinvorräte auch mal wieder ein bisschen ab. Eckleck. Machen wir, solange Tag ist, hier ein bisschen was weg. So, jetzt sollten wir auf einer Ebene sein. Ja, bis auf das bisschen Hügelzeug hier. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Gucken wir mal, wie sie sich hier machen. Ja, Stück für Stück. So, noch zwei Löcher zu stopfen. Mal gucken, ob wir die zwei gleichzeitig hinkriegen und hier ein Stück. Da können wir nämlich bis auf ein kleines Stück es langsam schließen. Mit etwas Glück. Und ja, man sieht wirklich nicht mehr, dass da Bäume drunter sind. Also der Plan ist aufgegangen.
Und ja, was auch immer sie da treiben, es ist seltsam. Also warum sie da an der Seite raus meinen. So, nächste Reihe. Hier wird auch aufgearbeitet. Mach du das da mal weg. So. Ja, der Berg, der nimmt auch langsam ab. Den müssen wir zum Glück, glaube ich, nicht ganz so sehr abtragen erstmal wie den Berg hier. Aber wir müssen ja allgemein noch sehr viel abtragen. Ja, alles nur, weil wir Baufläche brauchen für unser neues eigentliches Projekt. Also das hier ist jetzt das ungewollte Projekt Einebnung. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich, wenn wir das eingeebnet haben, erstens ein Vorher-Nachher-Bild machen. Und festhalten, wie viele Stunden wir dafür gebraucht haben. Und zum anderen werde ich das Ganze speichern als Grundlage für vielleicht weitere Projekte. Mal sehen. Hauptsache, wir haben Platz. Na, du hast keine Lust mehr weiter zu planieren? Ah ja, man merkt, Stein geht etwas runter. Wieder einer, der Zeug liegen lässt.
Oh, sie haben endlich mal die Treppe freigemacht. Aber sie schlagen auch schon in die nächste Ebene Löcher rein. Naja, auch gut. Oh, schon wieder eins fertig. Solange das noch so klappt, bin ich echt froh. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. Da würde ich erstmal sagen, gehen wir am Außenrand entlang, weil da können wir besser schaffen erstmal, bevor wir das Friemlige machen. Ja, und wieder Tetris-Bausteine. Na, noch ist Tag. Das ist gut. Diese Löcherei hier ist komisch. Sammeln wir mal die Steine ein, die da runtergeplumpst sind.